Katastrophe am Pfingstsonntag am Lago Maggiore. Mehrere Menschen sind ums Leben gekommen, nachdem bei einer Seilbahn auf der westlichen Seite des Sees vermutlich das Kabel gerissen war. Mehrere Familien sollen nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA an Bord gewesen sein. Rund 300 Meter vor dem Ziel ist die Gondel in schwer zugängliches Gelände gestürzt. Zwei lebensgefährlich verletzte Kinder wurden in ein Krankenhaus in Turin gebracht. Die Seilbahn, die von Stresa auf den rund 1500 Meter hohen Monte Mottarone führt, war von 2014 bis 2016 stillgelegt worden, danach aber wieder in Betrieb.